Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Fabulous Angela's High School Reunion. Und ja, wir haben mal wieder Montag. Das Wochenende ist irgendwie schon wieder vorbei, aber das nächste ist ja schon in Sicht. Also ich meine, es kommt und geht. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet und habt auch eine schöne Woche. Das wünsche ich euch jetzt schon mal. Also, ja. Ja, wie schon gesagt, ich spiele hier Fabulous Angela's High School Reunion. Und im letzten Kapitel haben wir so grob erfahren, wie das damals abgelaufen ist. Und ja, dass viele geglaubt haben, Angela ist schwanger. Und dabei ist Janet schwanger. Und die hat mit dem Bruder vom Matt angebandelt. Also halt für ihren düsteren Plan. Damit sie dem Matt eins reinwischen kann. Und der Angela natürlich auch. Und ich bin mal gespannt. Jetzt findet natürlich das Klassentreffen statt. Und ich bin mal gespannt. Erlaubt ist es ja eigentlich nicht gewesen, dass die in der Snuggford High das Klassentreffen veranstalten. Und ich denke mal, das wird dann auch noch Ärger geben. Ich habe auch übrigens neue Charaktere freigeschaltet, also neue Bilder im Album. Zum einen den Keith Miller. Da haben wir das versteckte Flamingo-Level in Kapitel 1 gefunden. Der ist nämlich in dem Baum. Das kann ich auch gleich nochmal schnell zeigen. Da war hier in dem Baum ist ein Flamingo drin. Und wenn man den anklickt, dann kommt man automatisch in dieses Level rein. Und ja, das habe ich gemacht und ich wusste gar nicht, dass das irgendwie dingst. Und den Spencer Grace haben wir auch abgeschlossen für 20 fantastische Kombos. Und die habe ich halt in diesem Level dann auch gleich mitgemacht irgendwie. Das ging ja da alles automatisch. Aber ich will jetzt nicht lange rumreden, sondern ich will ja auch tatsächlich das Kapitel 5 dann auch mal, das Klassentreffen sehen, ne? Deswegen starten wir doch einfach mal mit Level 41. Und zwar, dieser nervige Breakdancer hört einfach nicht damit auf, die Party zu stürmen. Ja und? Ich dachte, es wäre ja auch eine Feier, oder? Serviere allen Tischkunden eine Flasche mit sprudelndem Eistee, wodurch sie geduldiger werden. Erst die richtige Deko-Beleuchtung macht eine Party zu einer Party. Den Kunden gefällt das und sie geben am Tresen einen höheren Combo-Bonus. Den Kunden am Tresen geben Bonuspunkte. Gut, da haben wir nur noch 50 Münzen und die reichen für gar nichts. Naja gut. Zurück zur aktuellen Mode. Manche Dinge ändern sich nie. Ist das nicht wunderbar? Als wären wir wieder in der Highschool. Außer, dass im Gegensatz zu uns der Laden hier nicht sehr würdevoll älter geworden ist. Angela, ich muss dir ehrlich sagen, als Anwältin sehe ich hier eine drohende Klage nach der anderen. Stolper- und Sturzfallen, Bleifarbenvergiftung, ich könnte hier mit Visitenkarten nur so um mich schmeißen. Also ich finde, das ist... Also ich denke, dass es wunderbar ist. Aber meiner Ansicht nach sollten wir die Getränke mehr in die Nähe der Vorspeisen platzieren. Was? Auf gar keinen Fall. Dann halten sich die Leute nur bei den Getränken und dem Essen auf und versuchen erst gar nicht, sich mit anderen zu unterhalten. Wenn die Party eine kompetente Gastgeberin hätte, dann wäre das alles kein Problem. Was willst du damit sagen?
Ich glaube, dass ich das bereits gesagt habe, meine Liebe. Also in einer Hinsicht haben sich auf jeden Fall... Moment. Also in einer Hinsicht haben sie auf jeden Fall recht. Man fühlt sich tatsächlich wieder in Highschool-Zeiten zurückversetzt. Und wir dürfen natürlich hier die Sachen wieder an den Kunden bringen. Hallo? Ja, aber wieso darf der denn hier nicht mitmachen? Da kommt er doch schon wieder. Ich sehe dich auch da oben, mein Freund. Die Maus. Die habe ich auch schon gefunden. Ja, wo ist denn der? Achso, da müssen wir jetzt... Sowas hier. Wenigstens ist die nicht zum Auffüllen. Kiwi. Warte, ich müsste... Eigentlich mal... genau, den Tisch sauber machen. Was wollte ich denn noch? Ja, das Sushi habe ich ja schon aufgefüllt. Und ansonsten ist, glaube ich, im Moment nichts zu machen, außer dass wir aufpassen müssen, dass dieser Breakdancer hier nicht reinplatzt. Ich meine, der würde wahrscheinlich hier noch Stimmung reinbringen. Weil im Moment ist ja, ja nicht viel los, so von der Tanzfläche her. Wenigstens muss ich da nicht selber hinlaufen zu diesem Fuzzi und den wegscheuchen. Dafür habe ich dann schon diesen, ja, Türsteher, Bodyguard. Ich habe gerade gesehen, hier wird wahrscheinlich so eine Dia-Show stattfinden oder ein Video gezeigt. Frühere Aufnahmen von dem Abschlussball wahrscheinlich. Du bleibst schon draußen. Meine Güte, ihr liebt mich wirklich. Nein, das hört sich zu sehr nach einer Oscar-Dankesrede an. Vielen Dank euch allen, heute habt ihr einen schlimmen Fehler wieder berichtigt. Nein, zu negativ. Wunschdenken, Angela? Ich mache nur einen Soundcheck. Darf ich? Test. 1, 2, 3. Nicht vergessen, wählt Channel zur Ballkönigin. Und viel geändert hat sie sich anscheinend auch nicht, ne? Angela wischt einfach alle Pfützen auf, sodass niemand davon erfährt. Okay. Also... Erste richtige Disco. Ich glaube, dann werden wir tatsächlich auch das hier jetzt kaufen. Dann kriegen wir mehr Bonuspunkte für Kombis an der Kasse. Ablenkungsmanöver. Und alle! Auf geht's! Lassen wir die Party steigen! Okay.
Angela, wir müssen die Party woanders hin verlegen. Ich habe aufgrund der maroden Leitungen hier fast überhaupt keinen Wasserdruck. Dieser Ort hier birgt nur Gefahren. Verlegen? Machst du Witze? Wir könnten sie auch in meinem Restaurant feiern. Oh toll, warum nicht gleich in einer Seniorenresidenz? Du weißt schon, was ich meine. Angela, hier ist es nicht sicher. Natürlich ist es hier sicher. Jennys Vater hätte uns nie die Erlaubnis erteilt, wenn dem nicht so wäre. Oder, Janet? Oh, natürlich. Siehst du, völlig sicher. Ja, finde ich auch. Also, total sicher. So, jetzt fülle ich erstmal die Fläschchen hier auf. Und dann müssen wir uns die Pfützen mal. Ja. Ja, nee. Ich habe jetzt hier keine Zeit. Warte hier. Okay. Aber das kriegt auch jeder mit, wenn wir da wischen. Kann mir doch keiner sagen, dass wir das heimlich hier tun. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. La 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 la. Das da. Die muss ich ja auch auffüllen. Ach so, die Gläser wahrscheinlich, ne? Dann kann ich das ja jetzt mal machen. Cool. Und wie kommen die Pfützen eigentlich daher? Ist im Dach jetzt auch noch irgendwelche Löcher drin? Bitteschön. Bitte die CD auflegen, die Platte meine ich. Klingt ja so wie die andere. Müsste ich nochmal das hier, den Cocktail da auffüllen, bitteschön. Ach ja. So, 3 Sterne haben wir auch schon. Ach ja. Alles sauber. Zwar nicht alles aufgefüllt, aber ist mir egal. Ah, das klingt. Der Kleid sieht ja auch hübsch aus. Also, hast du Spaß? Hierbei? So sieht also ein Abschlussball in Amerika aus? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Meiner wurde abrupt beendet, bevor er richtig begann. Ja, ich kenne die Geschichte. Nicht wirklich eine unvergessliche Nacht, oder? Oh, eine unvergessliche Nacht war es schon. Ich hatte anschließend einen riesigen Streit mit meinem Vater, woraufhin ich meine Sachen gepackt habe und ausgezogen bin. Wenigstens hattest du einen Vater. Meiner hatte anscheinend schon kein Interesse mehr an mir, bevor ich überhaupt geboren wurde. Hat deine Mutter jemals versucht, ihn ausfindig zu machen?
Hat sie Unterhalt bekommen? Irgendwas in der Richtung? Keine Ahnung, sie redet nie von ihm. Ich habe noch nicht einmal eine Postkarte von ihm bekommen. Und von mir aus kann das auch so bleiben, für immer. Gut, ehrlich gesagt muss ich sagen, dass der Matt schon irgendwie ein fürsorglicher Vater gewesen wäre, wenn er gewusst hätte, dass er überhaupt das Vaterglück ja bekommt und so. Deswegen, also von Jeanette war das ja jetzt auch nicht gerade. Ich meine, sie hat sich wahrscheinlich selber gedacht, er hat da eh keinen Bock drauf. Die Party beginnt und die Leute haben Durst. Stelle sicher, dass jeder sein Getränk bekommt. Klar, Logo. Mach ich doch. Dafür muss ich nur halt auch die Getränke auffüllen, die Gläser. Und dann kann's losgehen. Hoppala. Es geht aber auch hier schnell durch, Mann. Smart. Cool. Hoppala, beinahe wäre es mir schon wieder übergelaufen. Ah, hier, bitteschön. Voila, ich wollte die Musik gar nicht. Sure. Ja. Jetzt müsst ihr halt das wieder hören. Also das kann man sich dann immer verlassen. Wenn da steht, die Leute haben Durst, dann wollen die auch nur Getränke haben. Oder es gibt auch bestimmt welche. Ah, danke schön, dass ihr mal keine Getränke haben wollt. Aber beschwert euch nicht, wenn ihr verdurstet seid, ne? Ja, die wollt das doch haben. Eins, zwei und drei. Ah, bitteschön. Jetzt wenigstens was auf der Tanzfläche auch mal was los. Also vorhin ganz am Anfang war es ja, hätte man froh sein können, dass der Breakdancer da eigentlich seine Nummer hätte präsentieren können. Bitteschön. Fabulous. Ryan schaut in letzter Minute mit einigen Vorräten vorbei. Das ist aber sehr freundlich. Zweite Chancen. Amüsierst du dich? Ja, denke schon. Hoffentlich schaffe ich es dieses Mal bis zum Ende. Sind zweite Chancen nicht etwas Wunderbares? Wo wir darüber sprechen, Janet. Ich weiß, dass mich das nichts angeht. Aber Chloe und ich haben uns unterhalten und sie scheint unglaublich viel Wut gegenüber ihrem biologischen Vater angestaut zu haben. Ich kenne zwar nicht die Hintergründe, aber würde es etwas bringen, wenn ich als Vermittler eintrete? Ich könnte mit ihm reden. Er ist in den Alpen unterwegs. Er ist Bergsteiger. Kein Telefon. Ich brauche etwas frische Luft. Ich bin gleich wieder da.
Ja, ich meine, er braucht ja einfach nur sich vor den Spiegel zu stellen, dann, wenn er mit dem Vater reden will. Janet! Und, hast du es ihr gesagt? Ich werde es ihr nach dem Klassentreffen erzählen, versprochen. Wem was erzählen? Ach, wir müssen dann die Pakete annehmen, oder was? Oh je. Und es gibt noch mehr Getränke. Yeah! Dampa, dampa, dampam. Ich hab hier drauf gedrückt, Junge. Ich habe hier gerade auch noch andere Dinge zu tun, Fran. Kannst du den nicht irgendwo hier mal abstellen oder so? Stunning. Oh, wenn gerade keiner da ist, ja, dann muss er kommen, ne? Habe ich die Maus jetzt? Ja, ich habe sie angeklickt. Ja. Ah, und es gibt eine neue Flasche, okay. Ganz toll. Das Limo oder so? Gibt's doch da bestimmt noch eine andere Sorte Sushi, ne? Weil da ist noch ein Tablett frei, ne? Und neue CDs gibt's bestimmt auch, also Platten. Nenn ich die jetzt einfach. Schallplatten, oder? Das ist dann wahrscheinlich auch unsere Unterhaltung oder so. Oder vielleicht kriegen wir auch nochmal das Mausmaskottchen. Also das vermisse ich irgendwie. Das Level ist ja auch gleich schon wieder vorbei. Also mir kommt es irgendwie so vor, als ob die da so rasen, die Schichten. Als gäbe es keinen Morgen mehr, oder? Und es kommt immer noch jemand, der hier noch rein sich geschlichen hat. Ja, wir haben Feierabend, Leute. Wir brauchen immer groß hier tanzen. Matt, ich muss dir etwas sagen. Erinnerst du dich an Elaine Wisselmeier? Ja, Vorsitzende des Debattierclubs im Schachclub, Gang-Oberaufseherin, richtig? Also, Elaine trägt ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit mit sich, geformt aus feuriger Leidenschaft und Liebe, das verheerende Auswirkungen für die Menschen haben könnte, die ihrem Herzen liegen. Wir reden hier über Elaine, Gangwächterin. Sie ist hin und her gerissen. Soll sie ihren Mund halten oder die Wahrheit ans Licht bringen? Obwohl sie dann diese Menschen verlieren könnte. Vielleicht sogar für immer. Also, kannst du ihr einen Rat geben? Ich meine Elaine. Nun, ich denke, dass sie es ihnen sagen muss. Je eher, desto besser. Geheimnisse sind Gift, Janet. Man muss sich ihrer entledigen. Ich
Ich muss zum WC. Ich hab zu viel getrunken. Sowohl Virginia als auch Chloe stehen etwas unter Schock. Kümmere dich um beide. Okay. Kann ich gerne tun. Dieses Tablett mit Eis hält deine Getränke gut gekühlt, sodass du mehr vorrätig halten kannst. Wunderbar. Ja, das klingt verlockend. Kauf diesen Artikel, um Chloe als die Unterhalterin in diesem Kapitel freizuschalten. Würde mich eigentlich auch interessieren. Aber ich glaube, ich werde mir das hier besorgen und dann kommt die Unterhaltung. Hobbytherapeutin. Wie hast du dich eigentlich mit meiner Mutter in der Highschool verstanden? Also, auf der Beliebtheitsskala waren wir an den gegenüberliegenden Enden angesiedelt. Ich war nicht gerade sehr beliebt oder besonders schlank. Deine Mutter andererseits hat allen Jungs den Kopf verdreht. Ehrlich gesagt, existierte ich für sie nicht. Und falls sie mich doch einmal bemerkt hat, dann war das nicht gerade vorteilhaft für mich. Aber? Weißt du was? Virginia? Deine Mutter war keine besonders nette Person und das ist noch untertrieben. Sie war rachsüchtig, manipulativ und intrigant. Sie hat zwei Brüder gegeneinander ausgespielt und wurde sogar von einem der beiden schwanger. Was? Oh je. Tut mir leid. So leid. Wer waren diese Brüder? Aber das bedeutet ja, dass du das Baby bist. Du sollst wirklich mit deiner Mutter darüber reden. Ich habe schon zu viel gesagt. Oh ja. Wow, Virginia, du bist ja die geborene Familientherapeutin. Naja. Kümmere dich sowohl um Virginia als auch um Chloe. Und was ist das da oben? Warum kann ich das anklicken, das Buch? Muss ich mir gleich mal angucken. Was ich damit machen kann. Hä? Ah, jemand will dann da reinschreiben oder reingucken oder so. Jetzt müsste ich eigentlich auch mal die Gläser auffüllen. Weil sonst können die Leute hiervon nichts mehr kriegen, ne? Da ist die Maus. Was willst du? Warum bist du da? Ah, okay. Du möchtest das Jahrbuch haben. Okay, ich hoffe, der bringt das auch wieder. Wann kann er das denn nicht an seinen Platz wieder zurückbringen? Oh mein Gott, beinahe. Gut, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das dann als nicht geschafft oder so gezählt hätte. Jo, bitteschön, da ist deine Bestellung. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal wieder Unterstützung kriegen bei den Tischen, dass die abgeräumt werden.
damit ich mich voll und ganz auf die Bestellung nur konzentrieren kann. Wir sitzen aber auch irgendwie in der Wurflinie, ne? Wo ich das Buch lang. Also es tut mir leid, wenn ihr da irgendwie ein blaues Auge bekommt. Aber anders ist das nicht machbar mit dem Buch, ne? Das muss geschmissen werden. So. Opala, ich muss ein neues Sushi machen. Oh, bitte schön. Nicht schön lächeln, ne? Oh nein, ich hab den Tisch vergessen. Aber wir haben trotzdem noch die Punkte gekriegt für sauberen Laden. Sehr schön. Wer ist mein Vater, Janet? Sag es mir. Janet? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Chloe, jetzt ist nicht der geeignete Zeitpunkt, um darüber zu reden. Sag es mir. Sag es mir, oder ich werde zu jedem... Oder ich werde zu jedem Mann hier gehen und ihn selbst befragen. Ich glaube, das wäre peinlich, ne? Nur ein bisschen. Aber verständlich, ne? Einige Tische bestellen immer weiter. Bediene sie, wann auch immer sie etwas wollen. Okay. Wenn die das unbedingt so wollen. Dann müssen die mir nur Zeit geben, dass ich Sachen noch wieder nachfülle, ne? Und die ersten sind ja schon da. Bitteschön. Das sind doch diese Armbänder, diese Knicklichtarmbänder, oder? Die leuchten doch dann, ne? Mindestens sehen die so aus. Aber was ist los? Warum guckt ihr so komisch? Ich kann nichts dafür, wenn er keine Musik spielt. Hier, macht mal. Hey, was wollt ihr denn? Ach so, ihr wollt, dass ich den Tisch sauber mache. Oh Gott. Ja, warum steht ihr da so komisch rum? Bitteschön. Smart. Oh Gott, Leute. Sharp. Ich kann nichts dafür, wenn das halt hier ein bisschen dauert, ne? Ich bin hier erstens alleine. Und die Tische machen sich auch nicht von alleine sauber, meine Herrschaften. Kann auch gleich mit dem Hochdruckreiniger kommen. Aber ich glaube dann nicht, dass die Tische noch stehen. Ei, mei. Also man kann es aber auch übertreiben, ne? Aber wir haben trotzdem den Stern gekriegt. Auch wenn hier... unfreundliche oder ungeduldige vor allen Dingen Leute hier rum. Ja, ihr wollt ja auch noch eine Bestellung haben. Das tut mir aber leid. Kann ich in der Zwischenzeit wenigstens noch die anderen Sachen auffüllen? Ja, den Moment kannst du jetzt auch noch abwarten. Chloe will die Sache gründlich untersuchen. Ja. Meine Unterstützung hat sie da. Familienähnlichkeit. Du würdest mich nicht so blamieren. Nicht heute Abend. Es ist doch dein großer Moment, hä? Ist das wichtiger, als herauszufinden, wer mein Vater ist?
Sei nicht lächerlich. Du führst dich wie ein verwöhntes Kind auf. Ich? Ein verwöhntes Kind? Du bist doch diejenige, die hier davon geträumt, eine blöde Prinzessin auf einem Abschlussball zu sein. Königin des Abschlussballs. Allerdings hängt damit noch viel mehr zusammen. Du würdest das nicht verstehen. Du hast recht. Das würde ich nicht. Denn ich bin nicht wie du und werde es auch nie sein. Wohin gehst du? Komm sofort zurück, Chloe. Da ist sie doch. Ah, die... Sag mir, dass du jetzt die Tische abräumst, oder? Das muss sein. Und wir haben eine neue Platte dazu gekriegt. Und neues Sushi. Wunderbar. Aber die möchte natürlich keiner haben. Was soll ich tun? Ach so. Oder nee, die steht da nur rum, weil sie irgendwelche Fragen hat oder so. Na, ich bin mal gespannt. Vielleicht macht sie ja doch die Tische sauber. Der wäre mir beinahe übergelaufen. Nein, wir müssen die Tische auch hier noch alleine sauber machen. Tja, zu früh gefreut oder Hoffnung gehabt. Und da ist die Maus. Müssen wir mal das Sushi wieder auffüllen. Gut, ich hätte die vielleicht vorher. Achso, ja, dann red mit denen mal. Ich habe nicht gewusst, dass ich die an die Tische führen soll. Das kannst du gleich mit dem Tisch auch machen. Beinahe. Was los, ne? Cool. Den Tisch habe ich immer noch nicht sauber gemacht. Oh, bitte, kannst du da auch hingehen? Ach du Scheiße. Ganze Sushi-Platten. Bitteschön. Ach, guck mal, da unten sind auch noch mal welche. Stunning. Dann machen wir mal sauber. Richtig ist ja auch schon gleich vorbei. Tische sind sauber. Aufgefüllt ist auch so halbwegs. Ah, so können wir den Tag doch beenden. Virginia? Oh, hallo Chloe. Gefällt es dir hier? Nein, ich suche nach meinem Vater, aber keiner der Männer hier ähnelt mir. Wirklich? Ich dachte nämlich noch, dass nicht so wichtig. Du weißt es also. Du weißt, wer mein Vater ist. Hey, komm zurück!
Ja, ich meine, sie will ja auch der Jeanette nicht da vorgreifen, ne? Möchte halt schon, dass die Jeanette vielleicht selber sich den Ruck gibt und endlich mal einen Wein einschenkt, ne? Angela versucht, die Probleme im unglaublich sicheren Saal für das Klassentreffen zu beheben. Okay. So, jetzt gucken wir uns mal die Chloe als Unterhalterin an. Gibt's hier warmes Wasser? Was gibt's denn, Chloe? Ich habe Grund dazu anzunehmen, dass einer der Männer hier mein Vater ist. Hat Janet dir das erzählt? Ich hatte eine aufschlussreiche Unterhaltung mit Virginia. Meine Mutter streitet es noch nicht einmal ab. Chloe, du solltest wirklich mit ihr reden. Ich meine, das ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, ihren Traum auszuleben und eine Königin zu werden. Was mich angeht, habe ich keine Mutter. Das ist. Hallo, Emily. Was löse die Probleme, die während des Tages. Oh nein. Wer macht denn hier sowas? Kleine Flamme. Oh Gott, wo sind die Brillen? Okay, da. Jetzt gibt es auch noch andere Gläser. Wer kommt denn auf den Schmarrn? Da brennt's. Wie soll ich denn das unter Kontrolle haben? Da ist die Maus. Ah, die Emily, die hilft uns. Oh, wenigstens eine Person auf dieser Welt, die uns da unter die Arme greift. Brennt hier was? Ich muss Sushi nachmachen. Oh ja, da draußen. Ach so, das Feuer wartet also auch, dass wir das fertig löschen. Das ist ja super. Danke, Feuer, dass du wartest. Wie geil. Da bitte. Oh ja, jetzt fängt die Kasse an. Also die Kasse ist schon wichtiger, ne? Auch schnell weg damit, mit den Flammen. Mann, ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwie. Könnte ich jemand anderes das hier gerade mal übernehmen? Mit dem. Oh Mann, die Brille. Leute, ich habe keine Gläser mehr. Wollte ich, also, ich meine, keine Getränke. Oh Gott. Wir haben zu viel Sushi. Bitteschön. Oh Gott, kommen wir dem Ganzen überhaupt hinterher? Wo ist das Buch? Ist das abgefackelt? Wo ist das Buch? Okay. Hallo, Angela. Also, ja, du kriegst ja dein Sushi gleich. Wenn es nicht vorher abgebrannt ist. Aber wo ist das Buch? Das jetzt durch die Flammen dahin? Da ist das Buch. Oder hatte ich das auf dem Tablett?
Ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr brennt. Ach, die wollten das andere Glas haben. Ei. Achso, ich kann das jetzt... Ja, darauf müsst ihr jetzt warten. So, ich glaube... Ja, jetzt ist alles... erledigt. 3 Sterne. Mädels, Chloe ist gerade dahinter gekommen, dass jemand hier ihr biologischer Vater ist. Ich habe vielleicht gerade aus Versehen erwähnt, dass Chloes richtiger Vater am Klassentreffen teilnimmt. Er könnte es sein. Nun, dank Chloe konnte ich mir ein paar Dinge zusammenreimen. Chloe ist das Kind, mit dem Janet zum Zeitpunkt des Abschlussballs schwanger war. Und sie war nur mit den Miller-Brüdern zusammen. Angela, ich bin... Sie hat sich an Keith rangemacht, nur damit sie Matt und mich auseinanderbringen konnte. Ach du meine... Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Damit bleibt nur Matt übrig. Er muss es sein. Also macht jetzt... Alles macht jetzt so viel Sinn. Was macht jetzt mehr Sinn? Guckuck. Hallo. Auch mal da. Ja, auch mal da, genau. Die Party nimmt an Fahrt auf und die Leute wollen tanzen. Die Gäste werden nach vielen Liedern fragen. Wunderbar. Richtig schön. Kriegen sie jetzt so langsam raus, dass Matt der Vater ist. Die da alle rumstehen und warten. Wenigstens muss ich nicht die Tische selber abräumen. Immerhin. Jo, noch ein Lied. Nein! Angela, du solltest da ja auch noch nicht hin. Gibt sogar Sushi. Mhm, ich seh's. Und Emily putzt die Tische. Das ist nicht schön. Tja. Muss Sushi machen. Ja, das macht noch mir noch keiner, ne? Dass ich da jemanden hinstellen kann. Ey, kannst du das Sushi regelmäßig auffüllen? Hoppala.
Was ist? Das DPD kommt heute zwischen 11 und 12. Ja. Angeblich. Schön. Schön für das Paket. Ja, ne? Ah, tada! Ich dachte gerade, ist Emily tatsächlich so klein? Elisa sieht da unten schon ziemlich klein aus. Aber sie hat eine neue. Also. Ist. Beschäftige Chloe, damit Angela etwas Zeit hat, um mit Matt zu reden. Oh Gott. Aus allen Nähten platzen. Matt, Schatz, könntest du uns ein paar Drinks holen? Aber das habe ich doch gerade eben erst. Ich weiß, aber ich bin so durstig. Ach du meine Güte, das ist doch jetzt alles nicht wahr, oder? Ja, hast du dich jetzt verschluckt? Ja, ich bin überrascht, dass wir uns das nicht früher zusammengereimt haben. Das nennt man dann wohl Verdrängung. Er hat keine Ahnung. Genauso wenig wie Chloe. Sie versucht es jetzt gerade selbst herauszufinden. Janet, ich werde sie umbringen. Später. Du hast recht. Ich muss zuerst mit Matt reden, während ihr Chloe ablenkt, okay? Aber was wirst du denn sagen? Ja, keine Ahnung. Bla 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 bla. Sushi? Oh Gott. Jetzt gibt's auch noch irgendwas an. Hallo. Madame. Seh dich. Moment. Hier, bitte. Moment, Dame. Hallo. Schön. Hallo. Außerdem könntest du mal... Ja gut, das macht sie jetzt nicht. Für Unterhaltung sorgen. Was machen die jetzt? Was kann ich mit ihr machen? Was macht sie? Ach so, sie ist diejenige, die die auffällt. Okay. Zu viel. Die Maus war an der Tür an der rechten komischen Flattersäule. Ah, okay. Ah! Wo wollt ihr denn hin? Wo will die denn die ganze Zeit hin? Ja, ich schätze mal raus, dass sie ihre Mutter findet. Ach so. Und zur Rede stellt. Wir wollen das doch alle. Ich sehe dich da hinten trotzdem noch. Alter. Oh, das wird ja noch das geringste Problem sein, was wir bekommen. Hallo. Hier wird sich nicht rausgeschlichen. Ich habe die Maus gehört. Und sie ist nicht da, wo du gesagt hast. Ja, die ist unten an der Dings. Da ist dann wahrscheinlich die Bestellung davor gewesen. Die Chloe, hallo. Der will das Buch haben, sehr schön. Sushi muss ich auch mal machen. Hallo, die Chloe will wieder verschwinden. Ach ja. Na Maus, zeig dich doch mal. Jetzt habe ich Zeit. Da ist sie doch. Da. Da war tatsächlich eine Bestellung davor. Oder so. Oder Leute halt. Ja. So, habe ich jetzt alles mal aufgefüllt. Ich sehe dich, dass du dich wegbewegt hast. Und jetzt auf. Jetzt wollen sie wieder alle Sushi haben.
So, einmal so, einmal so und einmal so. Guckst du denn auf mich? Ja, ich habe gehofft, dass du vielleicht mal sagst, ey, hallo, die Chloe. Ja, Mann, super. Auf den letzten Drücker. Komm mir irgendwie bekannt vor. Denn noch? Bin wieder unterwegs. Ja, ich weiß. Du bleibst schön da, Fräulein. Da kannst du gleich wieder zurückgehen. Da. Noch nicht durch. Hier. Er hat gar keine Chance mehr, vom Fleck zu gehen. So nicht mehr, Fräulein. War das letzte Mal. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass sie ihre Mutter unbedingt da dann zur Rede stellen will, ne? Ja. Aber, ja, muss das unbedingt in meiner Schicht sein? Er hat wirklich keine Möglichkeit mehr, sich wegzubewegen. Er hat es wirklich geschafft, sich rauszuschleichen. Also ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, ne? Ja. Passiert. Ich war dann so froh, dass die Schicht eigentlich jetzt zu Ende war. Das wäre schon wieder knapp gewesen. Schmeiße ich auch dann gleich wieder in die Ecke da oben hin. Nein, da, 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 da. Nein, 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 nein. Du bleibst schön da oben stehen. Ja, gut. Da, so. Das da und das da und die blaue Platte. Mein Gott, da ist sie fertig. Oh Gott. Nein. Bitte warte doch. Ich wollte doch noch den sauberen Ladenbonus haben. Tja. Hallo Chloe, hast du Lust mit mir eine Runde zu tanzen? Nein, danke. Ich muss mit Matt reden. Matt? Bis jetzt konnte mir niemand auch nur einen anderen Jungen nennen, an dem meine Mutter im letzten Jahr Highschool...
im letzten Highschool-Jahr interessiert war. Würdest du dem widersprechen? Was macht denn Emily da? Ja, ich läuft hier einfach hier durchs Bild. Ja. Leiste Matt Gesellschaft, während er nach Chloe Ausschau hält. Oh Mann, wieso denn? Lass die doch einfach jetzt mal aufeinanderprallen, Mann. Mit Hilfe dieses Shakers kann Angela die leckersten Sprudelsäfte mixen. Die Kunden am Tresen werden geduldiger sein, während sie beobachten. Wird schneller laufen. Beides sehr verlockend. Aber wir werden die Geduld erstmal in den Vordergrund stellen. Hey Angela, hast du hier irgendwo Chloe herumwandern gesehen? Chloe? Nein, warum sollte ich Chloe gesehen haben? Ich arbeite doch hier. Ganze Zeit, da war keiner. Sie scheint sich etwas komisch zu verhalten. Aus irgendeinem Grund befragt sie hier willkürlich Männer. Bist du sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Nie im Leben. Willst du wirklich, dass Janet und Matt als Eltern für Chloe fungieren? Wir sollten einfach lügen und dafür sorgen, dass Matt so weit wie möglich von Chloe fernbleibt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Chloe verdient es, ihren richtigen Vater kennenzulernen. Chloe ist unsere Freundin und Angela Napoli lässt niemals Freunde im Stich. Ja. Chloe sucht nach ihrem Vater. Angeblich ist er hier auf dem Klassentreffen. Vielleicht solltest du ihr helfen, ihn zu finden. Okay. Ich bleibe noch etwas hier und versuche, mit ihr zu reden. Mach das. Stell dich dahin, damit ich... Oh, näher geht's nicht, ne? Hallo. Ja. Ich weiß nicht. Oh. Mann, ich leiste dir doch Gesellschaft. Du stehst hier am Tresen, Mann, mit dabei. Theke und so. Aber wenigstens haben wir die Emily hier, die die Tische abräumt. Da ist die Maus. Mann, kannst du wenigstens die eine Bestellung noch abwarten? Da. So. Den. Bist du zu gerne? Ist das jetzt ein Kunststück, was die da machen? Hey. Ja, wahrscheinlich. Und ich kann so das mit der anderen Seite machen, ja. Und es gibt noch eine grüne Platte. Oh Gott. Ich meine, als ob wir nicht schon genug hätten. Nein. Oh Gott. Heb das Pfötchen. Nein! Okay, ich habe nicht drauf gedrückt, deswegen machen sie kein Kunststück mehr. So, jetzt muss ich erstmal die Gläser auffüllen, Junge. Und das Sushi hängt auch hinterher. Immer schön. Ja, raubt mir den letzten Nerv, ne? Die wollten das hier haben. Jo, werdet ja nicht unhöflich. Sonst wird es hier unangenehm werden. Da macht ihr nämlich auch mal mit Ärmchen hoch und so. So, bitte. Abkassieren. Ja, bitte denen auch das... Oh. Da hängt die noch Stunden da ab.
Cool. Wieso wollen die denn so viel Sushi haben? So, jetzt können wir abkassieren. Ah, das sind vier Tische. Ich wollte gerade sagen, du musst noch mal... Achso, den habe ich schon wieder dann vergessen gehabt. Aber das hat ja gerade so... Ja, es hat gerade so noch gereicht. Ah, ha, jetzt. Chloe, ich habe nach dir gesucht. Angela hat mir gesagt, dass du dein Vater hier ist. Hast du ihn gefunden? Chloe, was ist denn los? Du bist... Papa. Dun, dun, dun. Papa? Warte, was? Es tut mir leid. Chloe, bist du dir sicher? Du bist der Einzige, mit dem meine Mutter während der Highschool zusammen war. Sie sagte mir, dass sie jemand in Frankreich kennengelernt hat. Sie hat es dir nie erzählt? Nein, ich schwöre. Oh. Komm, Clay. Zeit, mit deiner Mutter zu reden. Jetzt gibt's. Jetzt gibt's Ärger. Aber ich find's toll, dass er so darauf reagiert und nicht. Ja, ja, so. Oh, okay, das kann ja wohl gleich gar nicht sein. Geh bloß weg. Aber die Janette, die wird jetzt. Wessen Idee war es, Kerzen auf die Tische zu stellen? Das brandgefährlich. Oh nein, ich schon wieder. Was will ich schon wieder? Ach, da darf ich dann entstehen da Flammen, die ich dann löschen darf. Und dann müsste dann löschen. Darf, ja. Aber wenigstens haben wir jetzt wenigstens jemanden, der wieder die Kunden hier unterhält. Da! Wusch! Und er steht da nebendran, weißt? Ja. Ich war's nicht. Ja. Cool. Das sagen sie dann alle. Gesehen habe ich sie jetzt nicht. Da ist bestimmt was davor oder so. Ja. Oh Mann, hör jetzt auf mit dem Scheiß. Das ist der jetzt schon wieder. Ganz komisch. Immer dieselben heißt. Ganz komisch. Er spielt dann rum, dann schmeißt er sie um. Ja, ja. Außerdem dachte ich, das wäre ein Tischkärtchen, wo man drauf gucken kann. Ja, so sieht's auch ein bisschen aus. Also, das müssten dann unsichtbare Kerzen sein. Der ist ja schon wieder der mit dem Bart da vorne. Wenn sie jetzt nicht gleich aufhören, ne? Ja. Dann kriegen sie Hausverbot. Cool. Eigentlich wollte ich das... Diesmal okay. Ist es jemand anderes. Wahrscheinlich verkleidet, hat sich rasiert. Ja. Ich bin ja gleich da. Stunning. Da brennt's ja schon wieder. Wie soll ich denn da Bestellungen machen oder irgendwas in der... Ja, wenn ständig die Bude abfackelt.
Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Gott. Ich bin kein... Hören Sie jetzt mal so, ja? Also... Und die sind alle so locker flockig. Ah ja, gut, der hat sich jetzt verzogen. Ins Publikum. Also ich meine ins... Och man, wie soll denn das funktionieren? Ich glaube, wir müssen. Shit. Warum muss ich denn seinen Job machen? Brauche aber auch so Ewigkeiten, bis sie das kleine Tischfeuer. Mein Gott, entspannt euch! Muss halt auch hier noch das Sushi auffüllen. Was? Ich verstehe das gerade nicht. Ich kann froh sein, wenn wir noch den Stern kriegen. Hättest du dir schon lange die mal geben können. Das ist die Sache. Ja, mein Gott, dich will ich auch mal sehen. Bei dem Brand hier. Dann können wir noch mal drüber reden. Ja, ist ja gut. Das hättest du denen schon längst geben können. Das hängt sich die ganze Zeit. Nein. Sharp. Dachte, jedes Mal, wenn du irgendein Getränk da geholt hast, gibst du dem das. Ja, ich bin über... Also... Ja, entschuldige. Ganz Caro, ehrlich, ich... du siehst doch, dass hier Brandgefahr ist. Ja, ich hab's ge... Ach, Caro, jetzt ja, nimm das doch nicht so... Was denn? Wollte ich nur darauf hinweisen, dass du die dessen Bestellung ja schon auf dem Tisch hast. Ja, ja. Karl und seine Familie sind auch zum Klassentreffen eingeladen. Finde so viele Mitglieder, wie du kannst. Auf dünnem Eis. Ja, Freund. Ja. Wartet mal, wer mich gerade zusammengestaucht hat. Monster Morgan in Person. Unser alter Schuldirektor. Oh nein, der auch noch? Erst hier? Warte, was hast du getan? Hast du etwa mit einem Sportler im Wandschrank rumgeknutscht? Nein. Nun, doch, aber darum ging es nicht. Anscheinend hat Janet gelogen. Er hatte uns nicht die Erlaubnis erteilt, hier zu sein. Aus irgendeinem Grund gibt er auch Janet und Matt die Schuld. Genauso wie den Fab 4. Oder Fab 4. Fab 4. Darum musste ich mir das anhören. Wir müssen jetzt Angela finden, um ihr die Neuigkeiten mitzuteilen. Also mitzuteilen, ja, genau. Damit sie es Matt sagen kann. Aber der wird durchdrehen. Matt, was erzählen? Komm schon, Janet. Es ist ja wohl ziemlich offensichtlich, worüber wir hier reden. Angela, weißt du Bescheid? Dieses Miststück. Ich werde es nicht noch einmal zulassen, dass sie mit ihrer großen Klappe mein Leben ruiniert. Nicht heute Abend. Das tust du dir schon selber ruinieren. Ja, Okay. Da gibt's wohl irgendwo... Weil sie ist doch hier raus. Ach nee, das war die andere. Ja. Oh mein Gott, ja. So durcheinander bin überall ich. Überall Mäuse. Ja, ja. Schön für die Mäuse. Ich habe aber noch keine einzige gesehen. Eine war mitten auf der Tanzfläche. Ganz am Anfang gleich. Wieso denn immer Sushi? Weil es lecker ist? Ja, schön. Aber ich kann das nicht immer so schnell danach produzieren. Aber du musst dann aufpassen, dass ich auch ja nicht nochmal schon was auf dem Tablett hatte, ne? Was ich abgeben ja, konnte. Ja, Entschuldigung.
Was will... Achso, die wollte nur die... Die war gerade nur die Tische am Sommer. Ich dachte, Emily will jetzt auch noch irgendwas. Smart. Ein Buch. Ja. Ich kann halt nicht, auch nicht so schnell klicken. Caro, ist doch nicht, dass du das machen musst. Ich wollte es dir nur sagen, damit du Positionen kennst. Verdammt. Ich dachte, ich hätte sie noch erwischt. Ja, irgendwie ist das... Ah! Beinahe. Ich hätte sie noch kriegen können, ne? Aber der Maus... Der Maus. Meine Maus wollte nicht... Der das Maus. Ist einfach. Sag mal. Achso, ich drück die an und es zählt trotzdem noch. Ja, das muss noch so ein Klickgeräusch geben. Ja, es sind ja nur noch zwei. Unter Umständen war einmal die Maus selbst. Also Karl selbst und nicht nur seine Freunde. Soll man den eigentlich unterscheiden? Hat er eine Schleife? Da war... Mann... Och Mann... Bestellt er da nochmal was Vernünftiges? Amazing. Die zwei Mäuse kriege ich doch jetzt noch hin. Da ist eine. Ichte. Ja. Hätte auch mal auf Stopp drücken können. Jetzt kann ich ja auch noch alles auffüllen. Gut, ihr beide hier. Ihr seid beide hier. Janet, wir müssen reden. Alle mal herhören! Eure Klasse ist beinahe soweit, endlich einen Ballkönig und eine Ballkönigin zu küren. Besser spät als nie, nicht wahr? Genau wie das Chemieprojekt. Igitt. So, jetzt haben wir ja nur noch ein Level, ne? Ja. Stell dir sicher, dass die Bühne für die Krönung vorbereitet ist. Man muss sie wieder rumwurscheln. Serviere allen Tischkunden eine Flasche mit sprudelndem Eistee, wodurch sie geduldiger werden. So, jetzt laufen wir mal schneller. Kein einziger Tropfen mehr. Ach, wie süß. Wir reden später, versprochen, aber jetzt werde ich auf der Bühne benötigt. Du machst Witze. Janet, das ist keine Bitte. Wir werden alle Zeit der Welt haben, um uns zu unterhalten. Aber jetzt ist der eine Moment, auf den ich seit so vielen Jahren gewarte. Was für ein Zufall. Ich warte fast genauso lange darauf, die Wahrheit darüber zu erfahren, wer mein Vater ist.
Ich hätte es dir doch schon eher gesagt sollen. Also, was? Ich hätte es dir schon eher sagen sollen. Ja, okay. Es tut mir leid, wirklich, aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Ich werde gleich wieder zurückkommen und dann besprechen wir alles in Ruhe, versprochen. Wenn du jetzt gehst, dann werde ich nicht mehr da sein, um auf dich zu warten. Janet, wann wirst du endlich erwachsen? Gar nicht. Halt mir keine Predigt, Matt. Du bist erst seit 5 Minuten ein Elternteil. Ja, aber sie ist doch selber dran schuld, wenn sie das alleine großziehen muss. Ja, eben, genau. Versuch einmal, all die Jahre allein zu schaffen und erzähl mir dann, dass du noch nicht einmal einen Moment für dich selbst verdienst. Aha. Ich habe 0 Mitleid mit dir. Ja. Gut, wenn er gesagt hätte... Weißt du, anders wäre es halt gewesen, sie hätte ihm dann gesagt... Ja, und er wollte aber davon nichts wissen. Genau, und dann hätte sie damit mit... jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ja, vollkommen recht gehabt. Und ja, wäre halt ein Blödmann gewesen und so. Aber er wusste ihm das ja nicht. Erstmal sagen müssen, damit sie dann weiß, ist es jetzt... Was ist das? Ach so, aha. Okay, verstehe. Vor allen Dingen, weil sie ja im Grunde genommen mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass Matt von der Schule fliegt. Ja, eben. Und deswegen hat er sich ja dann aus dem Staub gemacht. Nur um die beiden halt auseinanderzubringen. Ja. Das habe ich auch gehört. Ja, was ist denn... nicht draußen. Ja. Der ist mit dem Teppich an die Klingel gekommen. Oh. Die haben den Teppich weggerollt, der da draußen liegt. Deswegen ist es so unnötig, dass er an den Teppich liegt. Um das jetzt auch mal erwähnt zu haben. Ja, das ist... Die wollen wahrscheinlich Bauschutt und so Zeugs. Mhm. Und dann soll der ja rumräumen, nicht dreckig werden. Dass der dann auch nicht... Schon verständlich. Dreckig. Aber finde ich toll, dass die da dran denken. Ja. Ne? Das muss man ja schon sagen, also... Ich denke, das hat dann auch noch einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, nicht, dass dann jemand da irgendwie, wenn der voll beladen ist... Deswegen verstehe ich nicht, warum da überhaupt ein Teppich liegen darf, in dem Flur. Oh. Aber das, ja... Einfach sein. Sie können ihn ruhig mitnehmen, den braucht keiner. Ne? Fällt nicht auf, wenn der weg ist. Natürlich kann man das nicht einfach so machen, ne? Ich wollte ja eigentlich auch den Tisch sauber machen lassen. Soll denn das? Ich hab das doch gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, warum die dann... Aber du hast doch gesehen, dass ich hier die beiden kombiniert habe. Und es waren auch genug Sushi da, hallo? Was? Oh, die Platte. Jo, Mai. Was ist denn das eigentlich für ein DJ, der noch nicht mal selber die Platte irgendwie dingsen kann? Ja, ich weiß, das gehört ja alles zum Spiel dazu. Ich habe so viel zu tun, ich komme noch nicht mal dazu, die Leute mal zu unterhalten. Ach, die macht Fotos. Mhm. Ich konnte auch noch nicht mal mir angucken, was die eigentlich betreibt, wenn die da hingeht.
Mädel, wenn du hier jetzt die Sushi-Platte hier nicht gescheit zusammenlegen kannst, dann bist du gefeuert. Mach das hier alleine. Dann hole ich mir die Emily hier unten raus. Die macht das dann. Blaue Platte. Aber finde ich schön, guck mal die Bilder. Mhm. Ja, dafür habe ich auch noch nicht mal Zeit, mir die anzugucken. Oh Mann, dann gibt der das doch. Ja, da wird nur der Kopf geschüttelt. Und sie. Ich glaube, sie war jetzt verwirrt. Hallo Leute, aufgepasst! Es wird Zeit für unsere große Verkündigung. Verkündung. Ja. Entschuldigung. Verkündigung kommt. Verkündigung. Könnten die Liebreizenden Angela und Janet bitte vortreten? Übrigens, Leute, ich bin wieder zu haben. Haha! Knickknacker und so. Ich wünschte mir wirklich, dass das nur ein Scherz ist. Mach jetzt weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die andere Verkündung. Ja. Ich werde jetzt endlich nach all den Jahren zur Ballkönigin ernannt. Und die Königin unseres fantastischen Klassentreffens ist... Was auch immer geschieht, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ehrlich respektiere. Ich auch. Janet? Ich wusste es. Nimm das, Napoli. Und Angela, wir haben ein Unentschieden. Was? Meine Damen! Halt den Mund! Es ist okay, schon okay. Es ist nur eine Sicherung rausgeflogen. Alles unter Kontrolle. Wusch. Oh. wir sind im Untergang, weil rennt um euer Leben. Leute. Ich bin die Königin. Hast du mich gehört? Ich. Nein, mein Klassentreffen, meine Krone. Wusch. Angela, Janet, hört mit diesem Unsinn auf. Sofort. Nie. Oh Gott. Angela, ich habe mich umentschieden. Du kannst sie haben. Was sind das für eine dreckige... Ja. Was ist das denn? Emily, nimm die Flasche. Geht. Es war schön, dich wiederzusehen. Ja. Das ist also all das Wasser... da ist also all das Wasser gelandet. Die Polizei ist hier. Niemand sagt oder tut etwas. Illegales Klassentreffen zerstört Snackford High. Mehrere Verhaftungen. Dun, dun, dun. Oh Mann. Und dann sind wir am Mittwoch im letzten Kapitel. Gefängnis von Snackford. Na? Ja, ja. Ah,
wir haben den DJ. Du hast das fünfte Kapitel abgeschlossen. Schließe das sechste Kapitel ab. Wen haben wir denn hier noch? Schließe alle Ereignisse im Spiel ab. Das kriegen wir ja wahrscheinlich auch noch hin. Ja, das wird ja noch passieren, ja. Da fehlen uns auch noch die 10. Ja, die 10 Level. Kaufe alle Upgrades im Spiel. Weiß ich noch nicht, ob das passt, klappt. Dann. Und ich sollte die Mäuse eigentlich auch alle bekommen. Ja, und dann war es das jetzt erstmal für heute Vormittag. Heute Nachmittag spielen wir dann wahrscheinlich wieder Drake Hollow. Ja, schätze ich mal. Wenn das sich noch ändern sollte. Genau. Haltet einfach die Augen auf Twitter. @CalibGurf. Da geben wir nämlich das dann bekannt, wenn sich irgendwas am Streamplan ändert. Ja. Und wenn ihr noch andere Dinge sehen wollt oder zum Beispiel die Delicious-Reihe, dann schaut auch auf YouTube vorbei. @CalibGurf. Nein, das ist natürlich nicht @CalibGurf, ne? Nee. Sondern youtube.com. Jetzt bin ich irgendwie hin. youtube.com/CalibGurf. Ja. Da gibt's nämlich noch andere Dinge zu sehen, wie zum Beispiel die Delicious-Reihe, Let's Plays von Sims 2 bis 4 und ja, noch vieles mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Vormittag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.